anmutige Frauen und kühne Reiter. So sehen sich die Tscherkessen, wenn sie ihre Bräuche feiern. Ein Folkloreabend in einem Dorf im russischen Kaukasus. Für Aslan Gwaschew, der durch diesen Abend führt, geht es aber um mehr. Er kämpft gegen das Vergessen. Vom blutigen Feldzug, den einst die Zaren gegen seine Vorfahren führten, wüssten die meisten Russen heute nicht, sagt er. Die Olympischen Spiele wären eine Chance gewesen, daran zu erinnern. Diese Olympischen Spiele finden an einem Ort statt, der für unser Volk ein sehr bedeutender, ein sehr tragischer Ort ist. Und diese Spiele dort in Sotschi abzuhalten, ohne dass man offen über diese Dinge spricht, das ist nicht richtig. Nur etwa 700.000 Tscherkessen leben heute noch in Russland. Ihre Vorfahren wurden von den zaristischen Truppen brutal bekämpft, als das russische Imperium sich den Kaukasus unterwarf. In der Region, in der nun die Winterspiele stattfinden, fielen tausende Tscherkessen vor 150 Jahren in ihrer letzten Schlacht. Die meisten Überlebenden wurden vertrieben, übers Schwarze Meer bis in die Türkei. Murat Birschew, ein Tscherkesse, der heute in Sotschi lebt, spricht von Völkermord. Und er fordert offen, dass Russland den anerkennt. Von den Behörden ist er deshalb schon mehrfach vorgeladen worden zu sogenannten vorbeugenden Gesprächen, wie viele Gleichgesinnte auch. Wir wollen Achtung auch vor diesen Orten. Hier sind unzählige Grabstätten. Wir hätten uns gewünscht, dass beim Bau der olympischen Objekte mehr Archäologen zum Einsatz gekommen wären. Jetzt ist das natürlich zu spät. Nicht weit von Sotschi liegt das Bergdorf Balschoi-Kitschmai. Etwa 1000 Tscherkessen leben hier. In der Dorfschule lernen sie die Sprache und Kultur der Adygeer. Adygeer, so nennen sich die Tscherkessen selbst, in ihrer Muttersprache, die sie aber nur noch zu Hause sprechen. Tscherkessisch wird in Russland geduldet, aber auch nicht gefördert. Unser adygeisches Dorf ist umgeben von Russen, Armeniern und vielen anderen Völkern. Und Russisch ist einfach die einzige Sprache, die wir alle sprechen. Wir werden unsere Traditionen, unsere Sprache aber trotzdem nicht aufgeben. Damit die Traditionen nicht verloren gehen, kommen schon die Erstklässler einmal in der Woche zum Kulturkreis zusammen. Sie hören dann Geschichten von Tapferkeit, Freiheit und grenzenloser Gastfreundschaft. Sie sollen einmal erwachsene Tscherkessen werden, die stolz auf ihre Kultur, ihre Traditionen sind. Die Tscherkessen gelten als eines der ältesten Völker Europas. Seit dem ersten Jahrtausend lebten sie wohl im Kaukasus. Heute sind sie über die ganze Welt verstreut. Und im offiziellen Russland hat ihre Tragödie keinen Platz. Denn so sehr sich die Tscherkessen längst assimiliert haben, die Völker des Kaukasus gelten bis heute als unbeugsam und gefährlich. Sie sind einmal physisch fast ausgelöscht worden im 19. Jahrhundert. Jetzt droht ihnen sozusagen die Auslöschung aus dem europäischen Bewusstsein. Und das ist beinahe noch schlimmer, würde ich fast sagen. Und dagegen müsste man etwas tun. Man muss etwas tun, um an sie zu erinnern, an ihre Kultur, und ihre Kultur zu erhalten und ihre Sprache zu erhalten, was so aufgesplittert, wie sie im Moment leben, ganz schwer ist. In den Bergen des Kaukasus im Dorf Balschoi-Kitschmai haben sie ganz andere Sorgen. Sie brauchen bessere Straßen und einen neuen Sportplatz, erzählt der Ältestenrat dem Abgeordneten Juri Napso. Der Tscherkesse sitzt in Moskau im Parlament und meint, die Olympischen Spiele seien dadurch ein gutes Signal. So viele neue Straßen, Bahnhöfe und Flughäfen sind gebaut worden. Sotschi war ja immer schon eine schöne Stadt, aber jetzt ist sie neu erblüht. Und auch wenn einige adygeische Bergdörfer etwas abseits davon liegen, alle Kinder, die hier in der Gegend aufwachsen, werden davon profitieren. Auch Aslan Gwaschew hatte mal große Hoffnungen, dass die Olympischen Spiele den Tscherkessen Vorteile bringen. Doch jetzt fürchtet er, dass tscherkessische Traditionen im olympischen Programm wohl nur als folkloristisches Element vorkommen.
Die Olympischen Spiele finden an einem Ort statt, der im 19. Jahrhundert eine sehr negative Aura hatte. Aber jetzt sind 150 Jahre vergangen und mit den Olympischen Spielen hätte man dem doch ein Ende setzen können. Man hätte ein Zeichen setzen können des Friedens und der Aussöhnung. Wie Aslan Gwaschew sind viele Tscherkessen enttäuscht. Sie wollen keine Entschädigung, sie drohen auch nicht mit Gewalt, so wie andere Völker des Kaukasus. Doch das Schweigen über die Vernichtung und Vertreibung soll ein Ende haben. Die Tscherkessen sind stolz auf ihre Geschichte.